Einen schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich sehe, Sie setzen sich langsam noch. Herzlich willkommen hier in dieser wunderschönen Location. Es ist irgendwie so ein bisschen herzerwärmend, finde ich, die Farben. Es ist warm, die Sonne scheint, ist in diesen Zeiten etwas, was wir alle gebrauchen können. Also einen schönen guten Abend an diesem besonderen Abend, denn heute wird der Mut einer Einzelnen ausgezeichnet, der aber im Prinzip die ganze Welt bewegt. Der M100 Media Award wird zum 19. Mal vergeben. Das ist also ein besonderer Preis, den schon ganz viele besondere Menschen bekommen haben. Und er will im Prinzip diese Kräfte stärken. Kräfte, die mit aller Macht bekämpft werden sollen. Wenn es um Demokratie geht, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um Frauenrechte geht. Und dieser Mut ist unglaublich wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie auch alle hier sind, um zu unterstützen. Erstmal herzlich willkommen. Shima Babai, herzlich willkommen vor allem an Sie, eine mutige Frau, die schon mit sehr jungen Jahren, mit 14, erleben musste, wie das Mullah-Regime mit Menschen umgeht, die mehrfach verhaftet wurde, die in Belgien im Exil lebt und die immer noch nicht weiß, wo ihr Vater im Moment ist. Also ein schweres Schicksal, von dem wir noch mehr hören werden und natürlich auch von Ihrem Einsatz für die Bewegung für die Frauenrechte. Und ich freue mich auch sehr, dass die EU-Kommissionspräsidentin hier ist, Ursula von der Leyen. Einen schönen guten Abend. Ihr Applaus. Und Mike Schubert, der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und auch noch ein kurzes Hallo an alle im Livestream. Dort vorne ist eine Kamera, dort ist eine Kamera. Das ist schön, dass uns noch mehr Leute sehen können. Und Herr Schubert, im Prinzip ist jetzt erstmal Ihr Wort. Bitte. Dann will ich das Wort doch gerne nehmen. Sehr geehrte Frau Shima Babai, sehr geehrte Frau Präsidentin der Europäischen Kommission, liebe Frau von der Leyen, sehr geehrte Frau Düsen-Tekkal, sehr geehrte Jasmin Tabatabai, sehr geehrte Mercedes Scheinkar, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des M100-Beirates, vor einem Jahr, am 15.09.2022, haben wir hier in diesem Haus das ukrainische Volk für seinen Kampf gegen den russischen Aggressor geehrt. Wir haben unsere Solidarität bekundet mit dem aus Verzweiflung und Rückgrat geborenen Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer im Kampf für Demokratie und Freiheit. Wir haben uns mit ihnen solidarisiert für Freiheit und Menschenrechte. Wladimir Klitschko hat an diesem Abend eine eindrucksvolle Rede für das Recht auf Selbstbestimmung und die Freiheit gehalten. Das war am 15.09.2022. Nur einen Tag später, am 16.09., starb eine junge Frau mit dem Namen Jina Mahsa Amini in iranischer Haft. Verhaftet und ermordet von den Uniformierten der eigenen Regierung, weil sie sich, genau wie zahllose Ukrainerinnen und Ukrainer, denen entgegenstellte, die sie ihrer Freiheit berauben wollten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Jahr vergeben wir den M100 Media Award zum 19. Mal. Zum zweiten Mal nacheinander geht er an eine Einzelperson, die diese Auszeichnung stellvertretend für eine größere Sache entgegennimmt. Für den Kampf gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner und für die Freiheit. Doch es gibt eine ganz klare Unterscheidung zum Preisträger des Vorjahres. Diesmal kommt die Aggression und Unterdrückung nicht aus einem anderen, einem fremden Land, sondern aus dem eigenen, aus der eigenen Heimat, aus dem Iran selbst, von der eigenen Regierung, von den eigenen Mitmenschen, von einem verachtenswerten Regime und dessen Sittenpolizei. Seit Jahren protestieren die iranischen Frauen gegen das Regime im eigenen Land. Ein Protest, der im vergangenen Jahr mit der gewaltsamen und brutalen Reaktion der iranischen Regierung traurige Aufmerksamkeit erlangte. Ein Protest, der auch in diesem Jahr unerschrocken und mutig für eine größere Sache weitergeht, bis am Ende hoffentlich die Einsicht gewinnt, dass Männer und Frauen auch, aber nicht nur, vor dem Gesetz gleich sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir ehren heute mit dem M100 Media Award die Women Life Freedom Bewegung im Iran, die sich trotz Gewaltandrohung und drakonischer Strafen für Frauenrechte einsetzt, wie sie in der zivilisierten Welt eigentlich selbstverständlich sind. Sehr geehrte Frau Shima Babai, ich freue mich sehr, Sie hier in Potsdam, in der Hauptstadt des Landes Brandenburg, zur Verleihung des M100 Media Award begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch über die Anwesenheit der Vertreterin der brandenburgischen Landesregierung, Wissenschaftsministerin Frau Dr. Manja Schüle, die heute zum wiederholten Male bei unserem Award zugegen ist. Ich begrüße ebenso meinen neuen Beigeordneten Professor Dr. Walid Hafezi, der in Teheran seine Kindheit verbrachte und nun in Potsdam lebt. Der Gruß hat jedoch nichts mit seiner Vita oder Herkunft zu tun, sondern damit, dass er heute Geburtstag feiert und sich trotzdem entschieden hat, an diesem Abend bei uns zu sein. Herzlich willkommen, lieber Walid Hafezi. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor einigen Wochen sprach mich in der Potsdamer Innenstadt eine junge Frau an. Besser gesagt, sie stellte sich mir in den Weg, entschuldigte sich dafür und sagte, sie müsse unbedingt mit mir sprechen. Nur 3 Tage später stand sie erneut vor mir, mitten in einem Volksfest in der Stadt und bat mich erneut inständig und eindringlich um ein Gespräch. Wer Lokalpolitik weiß, dass jemand sein Anliegen hartnäckig vorträgt, das gehört irgendwie dazu. Aber selten habe ich so viel freundliche Vehemenz erlebt wie in diesen beiden Gesprächen. Aber dieser Nachdruck hatte einen mehr als nachvollziehbaren Grund. Die junge Frau lebt seit etwa einem Jahr in Deutschland, ist Iranerin und Architektin und hat hier im vergangenen Jahr ein Aufbaustudium absolviert. Ihre Töchter und ihren Mann hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Nach Deutschland darf sie die Familie erst holen, wenn sie Arbeit gefunden hat, was trotz international anerkannter Diplome und nachgewiesener Fachlichkeit in einer Zeit, in der in Deutschland die Bauwirtschaft zu kämpfen hat, ausgesprochen schwer ist. Auf der anderen Seite suchen wir genau solche Fachkräfte für unsere Wirtschaft und stehen uns doch dabei manchmal ein wenig selbst im Weg. Sie hat mir erlaubt, diese kurze Geschichte hier zu erzählen und das, obwohl sie Angst hat. Angst, dass jemand ihre Identität zurückverfolgen könnte und dass ihr Mut, mit dem sie als Mutter und Ehefrau um ihre Familie kämpft, bestraft werden könnte. Denn den Iran, das Land ihrer Geburt und ihrer Heimat, musste sie verlassen. Sie fürchtet eben Repressalien dieser Regierung. Ich habe mit ihr vereinbart, ihren Namen heute nicht zu nennen. Und dennoch frage ich mich, wie weit geht ein Regime, dessen Bürgerinnen und Bürger ihre eigene Identität geheim halten müssen, um sich und ihre Familie zu schützen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir aber auch einen persönlichen Gedanken der Hoffnung. Na, der hat auch was mit meiner Heimat zu tun. Es reicht ein Blick in die jüngere deutsche Geschichte, um zu sehen, dass der Drang nach Freiheit am Ende stärker ist als alles, was sich ihm in den Weg stellt. Auch in Potsdam wurden, lassen Sie uns das nicht vergessen, in verschiedenen Epochen von verschiedenen uniformierten jungen Menschen weggesperrt, gefoltert und ermordet, weil sie sich nicht an Ideologien anpassen wollten, die ihnen die Herrschenden vorgaben. Auch in Potsdam gab es, und das nicht nur einmal in der Geschichte, Uniformierte, die mit brutaler Gewalt Unschuldige verfolgten, deportierten und ermordeten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte den Exkurs zur deutschen Geschichte nicht ausweiten, aber doch möchte ich Ihnen gerne sagen, woraus sich meine Hoffnung speist. Wir haben diese dunklen Kapitel, deren Zeugnisse Sie zum Beispiel auch in den Gedenkstätten in unserer Stadt besichtigen können, am Ende überwunden. Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Shima Babai, die Zuversicht mitgeben, dass auch Sie ein dunkles Kapitel Ihrer Geschichte überwinden werden, solange es Menschen gibt, die sich für die Freiheit und die Gleichheit einsetzen. Sie vereinen, wie viele andere Frauen aus dem Iran, den Mut, die Entschlossenheit und den starken Willen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Traum Realität wird und dass Sie ohne Angst um Ihr Leben oder das Ihres Vaters und viele andere Menschen in Ihrer Heimat leben können. Sie arbeiten können, was Sie möchten, dass Sie anziehen dürfen, was Ihnen gefällt, dass Sie in der Öffentlichkeit sagen dürfen, was Sie zu sagen haben
ohne dafür bestraft zu werden. Ich danke Ihnen und ich freue mich nachher auf Ihre Worte. Mein Dank heute Abend gilt auch der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ihnen, Frau von der Leyen. Trotz Ihres unheimlich vollen Kalenders, mit der Rede State of the European Union gestern vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, heute Morgen in Kopenhagen und Ihrer morgigen Reise zur UN nach New York, haben Sie zugesagt, um die Laudatio bei der Preisverleihung zu sprechen. Ich danke Ihnen und es zeigt, wie wichtig Ihnen als Politikerin, als Vertreterin der europäischen Wertegemeinschaft und als Mensch dieses Thema ist. Es zeigt auch die Wertigkeit und die Anerkennung, die das M100-Kolloquium und der M100-Media-Award über Potsdam hinaus mittlerweile genießt. Am Vormittag haben 80 Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern über das Thema zwischen Ambition und Unordnung die Zukunft der Demokratie diskutiert. Dies ist leider wieder ein sehr aktuelles Thema, das angesichts der Entwicklung in einigen Ländern Europas und auch in Deutschland wohl in den nächsten Monaten zu den meistdiskutierten Themen gehören wird. Sehr verehrte Damen und Herren, der Wunsch nach mehr Demokratie im Iran ist älter als die seit Herbst 2022 im Fokus stehenden Proteste der Frauenbewegung. Das zeigt, es braucht auch die dauerhafte Mitwirkung der Medien im Kampf für die Freiheit. Lassen Sie uns die heutige Preisverleihung als Inspiration nehmen, um uns weiterhin gemeinsam für die Förderung von Gleichberechtigung, Menschenrechten und Demokratie überall in der Welt einzusetzen. Vielen Dank. چه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غصای اعصاب و بیخوابی برای مرد
میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی wissen, ich bin Journalistin und wir berichten tagtäglich über das, was passiert, aber das geht einem ans Herz und vor allem, wenn ich Sie sehe, es ist so schön, dass Sie da sind. Danke, ein Applaus für Sie beiden. Ja, es sind diese mutigen Frauen, die tatsächlich eine Stimme brauchen und eine Stimme haben und in die Welt tragen, hilft uns. Wir brauchen diese Unterstützung. Und auch so sein Abend ist dafür da, um eben zu zeigen, dass diese Unterstützung dringend nötig ist. Und wir werden auch Düzen Tekal und Yasmin Tabatabai nachher noch hier auf der Bühne begrüßen. Aber zuerst möchte ich eine Frau begrüßen, die ja im Prinzip zuhört. Und ihre Stimme wird auch benötigt und sie ist diejenige, die fordern kann, die auf der politischen Ebene etwas erreichen kann. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Guten Abend, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Festgemeinde, es geschah genau vor einem Jahr. Am 16. September 2022 verstarb in einem iranischen Krankenhaus eine junge Frau. Ihre Freunde kannten sie als Mascha. Für ihre Familie zu Hause war sie Gina. Dies war der Name, den ihre Mutter ausrief, als sie an ihrem Grab weinte. Gina ist ein schöner kurdischer Name, er bedeutet Leben. Mahsa Gina Amini war gerade 21 Jahre alt, als sie von der iranischen Sittenpolizei getötet wurde. Zwei Tage zuvor hatte man sie verhaftet, weil sie zu viel Haar zeigte. Bereits im Polizeiwagen wurde sie verprügelt, auf der Wache fiel sie ins Koma. Gina ist nie wieder aufgewacht. Aber Millionen ihrer Landsleute haben sich an ihrer Stelle erhoben. Und sie stehen weiterhin auf. Sie riskieren Gefängnis, Exil oder gar den Tod. Sie stehen auf für Frauen, Leben und Freiheit. Und deswegen sind wir heute Abend hier in Potsdam. Um das Leben von Gina zu ehren und um die unzähligen iranischen Frauen und Männer zu ehren, die täglich ihr Leben riskieren für Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie. Wir ehren all die Heldinnen und Helden von Life, Women, Liberty mit dem M100-Preis, weil wir ihren Kampf für die Grundfreiheiten von ganzem Herzen unterstützen. Was macht diesen Protest und diesen Moment so bedeutend? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir noch nicht, wohin diese Bewegung noch führen wird. Ihre Geschichte schreibt sich weiter, während wir hier über sie sprechen. Aber wir können heute bereits mit Sicherheit sagen, dass im Iran etwas Historisches geschieht. Zum ersten Mal sind Frauen im Iran sowohl auslösender Funke als auch treibende Kraft einer Revolution. Und ich verneige mich vor dem Mut der iranischen Frauen, die die Protestzüge noch vor den Männern anführen. Der Mut der jungen Mädchen, der Teenager, die ihre Schleier auf offener Straße verbrennen, ist zutiefst beeindruckend. Sie setzen ihre jungen Leben aufs Spiel, weil sie sich Freiheit und eine bessere Zukunft wünschen.
Dies ist nicht nur ein Wendepunkt für Hunderttausende Frauen und Mädchen im Land, es ist ein tiefer Umbruch in diesem Land, weil Frauen die Führung übernehmen. Sie kämpfen für ihre persönliche Freiheit und zugleich für einen offenen und freien Iran. Als die Islamische Republik Iran 1979 gegründet wurde, war ich 21 Jahre alt. Genauso alt wie Gina, als sie getötet wurde. Ich bin in Europa aufgewachsen. In einer Gesellschaft, die vielleicht nicht perfekt war. Aber ich konnte mich entfalten. Ich konnte gleiche Rechte als Frau einfordern, ohne staatliche Gewalt zu fürchten. Ich bin in einer offenen Demokratie aufgewachsen, in der meine Grundrechte durch die Rechtsstaatlichkeit geschützt sind. In der iranischen Theokratie leben Millionen Frauen in ständiger Furcht und Unterdrückung. Nur wenige dürfen arbeiten. Ihnen wird vorgeschrieben, wie sie sich zu kleiden und zu benehmen haben und dass sie am besten zu Hause bleiben sollen. Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik, nannte den Schleier die Flagge der Revolution. Nun sind es die Frauen im Iran, die im vergangenen Jahr ein unübersehbares Zeichen gesetzt haben. Sie führen ihre eigene Revolution an, die der Frauen. Sie kämpfen dafür, den Schleier der Unterdrückung abzulegen. Sie kämpfen für das Recht, in ihrem Heimatland Iran ein Gesicht und eine Stimme zu haben. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Dieser Moment ist auch deswegen so bedeutend, weil diese Frauen zugleich für die fundamentalen Freiheiten aller Iranerinnen und Iraner kämpfen. Ihnen ging es von Anfang an um mehr als ihr Haar zu zeigen, den Sport ihrer Wahl auszuüben, unabhängig arbeiten zu dürfen, zu lieben, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Diese Frauen fordern die Freiheit von Angst und Gewalt für sich und alle anderen Bürgerinnen und Bürger des Iran. Und das ist der Grund, warum Millionen von Männern und Frauen, jung und alt, diese Proteste unterstützen. Und das erschreckt das Regime bis ins Mark. Die iranische Theokratie hat den Ruf nach Öffnung mit brutaler Gewalt beantwortet. Seit September letzten Jahres hat das Regime mehr als 20.000 friedlich Protestierende inhaftiert. Über 500 wurden von den Sicherheitskräften getötet. Mehr als 100 Angeklagten droht inzwischen die Hinrichtung. Ihr Traum von einer besseren Zukunft, das ist das Verbrechen, das ihnen vorgeworfen wird. Aber aller staatlichen Gewalt zum Trotz leisten die Iranerinnen und Iraner Widerstand. Im Juli musste der Prozess gegen eine der wichtigsten politischen Gefangenen des Landes vertagt werden. Die angeklagte Aktivistin Sepideh Golian hatte sich geweigert, vor Gericht einen Schleier zu tragen. In der Stadt Rasht gingen mutige Passanten dazwischen, als die Polizei drei Mädchen wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung verhaften wollte. Das zeigt, dass die Bewegung Frauen, Leben, Freiheit den Iran bereits verändert hat. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Was können wir hier in Europa beitragen? Wir haben die Pflicht, das Andenken an Gina zu ehren und an alle unschuldigen Frauen und Männer, die vom Regime getötet wurden. Ich danke Ihnen hier heute Abend allen sehr, dass Sie genau aus diesem Grund hier sind. Aber wir müssen auch Taten folgen lassen. Wir müssen diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die die elementarsten Menschenrechte verletzen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben Sanktionen gegen 204 Personen und 34 Einrichtungen erlassen, die für das brutale Vorgehen gegen die friedlichen Proteste verantwortlich sind.
Wir haben ihre Vermögen eingefroren. Wir haben Einreiseverbote in die Europäische Union ausgesprochen. Wir haben alle Exporte von Technologie untersagt, die zur Überwachung und Unterdrückung der Menschen verwendet werden können und vieles mehr. Wir werden den Druck nicht lockern. Nicht lockern, bis das iranische Regime seine Gewalt gegen die friedlichen Proteste beendet, die willkürlichen Verhaftungen einstellt, die Todesurteile aufhebt und alle zu Unrecht Inhaftierten freilässt. Die Menschenrechte sind überall zu achten. So steht es in der Gründungsurkunde der Vereinten Nationen. Wo schlimme Verbrechen begangen werden, müssen wir die Mittel haben zu handeln. Denn das iranische Regime misshandelt nicht nur sein eigenes Volk. Es hilft auch Russland dabei, die Menschen in der Ukraine zu terrorisieren. Die iranische Führung hat sich entschieden, Russlands Angriffskrieg zu unterstützen. Sie beliefern Putin mit Kamikaze-Drohnen, die für die Angriffe eingesetzt werden, nicht nur gegen militärische Ziele, sondern gegen unschuldige Menschen. Wie der Iran sich zu Putins Krieg verhält, muss und wird sich nachhaltig auf die künftigen Beziehungen der Europäischen Union zum Iran auswirken. Der Kampf und der Mut der iranischen Frauen wirkt weit über die Grenzen des Landes hinaus. Er bewegt und inspiriert Frauen in der ganzen Welt. Die Herausforderungen, vor denen sie stehen, mögen unterschiedlich sein, aber die Rechte, die sie anstreben, sind dieselben. Zuallererst das grundlegendste aller Rechte, das Recht, als Frau vor Gewalt geschützt zu sein. Gewalt gegen Frauen gibt es überall. Auch in Europa. Es ist niemals gerechtfertigt, einen Menschen zu schlagen. Es ist niemals gerechtfertigt, eine Frau zu schlagen. Es ist niemals gerechtfertigt, den Körper eines Mädchens zu verstümmeln. Und Nein bedeutet immer Nein. Ich bin stolz darauf, dass die Europäische Union in diesem Jahr endlich der Istanbul-Konvention beigetreten ist. Und für mich ist es die wichtige Aufgabe, noch in diesem Jahr das erste europäische Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt über die Ziellinie zu bringen. Denn Gleichstellung kommt nicht eben einfach so. Fortschritte müssen hart erkämpft werden und gehen leicht verloren. Das gilt auch für Länder, in denen es keine Sittenpolizei gibt. Echte Gleichstellung erfordert tägliche Aufmerksamkeit und Engagement. Frauen und Mädchen müssen die Freiheit haben, beides zugleich anzustreben, Karriere und Familie, genauso selbstverständlich wie Jungs und Männer. Frauen müssen auf demselben Niveau entlohnt werden wie ihre männlichen Kollegen, weil es kein einziges Argument gibt, dass gleiche Arbeit unterschiedlich entlohnt wird. Und Frauen müssen selbstverständlich gleiche Chancen haben, die höchsten Ebenen zu erreichen, weil sie das können und die Erfahrung mitbringen. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, in der Frauen frei und gleichberechtigt sind, nicht nur eine gerechtere Gesellschaft ist. Es ist eine erfolgreichere Gesellschaft. Eine Gesellschaft mit viel mehr Talent, mehr Fähigkeiten und mehr Potenzial. Und ich bin mir sicher, die gewaltsame Unterdrückung der Frauen im Iran wird sich als Achillesferse der iranischen Theokratie erweisen. Das Regime des Iran wird an den Frauen scheitern. Genauso wie alle Gesellschaften verlieren, die die Hälfte ihrer Bevölkerung marginalisieren. Meine Damen und Herren, in der Woche nach ihrer Ermordung wollte Mahsa Jina Amini eigentlich ihr Studium beginnen. Jina wollte Ärztin werden. Das war ihr Traum. Das Leben von Menschen zu retten. Stattdessen hat das Regime ihr das Leben genommen. Aber Ginas Traum können sie nicht töten. Den Traum von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt frei zu sein und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Es gibt Hoffnung für die Zukunft des Iran, weil diese mutigen Menschen jeden Tag ein Beispiel geben. Menschen, die einen Weg für andere bahnen. Und ich bin heute sehr froh, dass wir diese Vorbilder unter uns haben. Sie werden stellvertretend für alle Heldinnen und Helden von Women, Life, Liberty den M100-Preis entgegennehmen. Und bitte begrüßen Sie noch einmal mit mir Shima Babai. Shima, Sie kämpfen seit... Shima, Sie kämpfen seit 2017 für Gerechtigkeit, Demokratie und Frauenrechte im Iran. Zweimal hat das Regime Sie ins Gefängnis gebracht. Man hat Sie in Isolationshaft gesteckt. Man hat Sie gezwungen, Ihr Zuhause zu verlassen. Aber niemand hat es geschafft, Sie zum Schweigen zu bringen. Sie sind ein Vorbild für Mädchen und Frauen überall auf der Welt. Und wenn Ihr Vater Ibrahim Babai Sie jetzt sehen könnte, wären Sie auch für ihn ein Vorbild. Das Regime im Iran wird eines Tages erklären müssen, was mit Ihrem Vater geschehen ist. Wir werden die Wahrheit herausfinden und die Schuldigen werden zur Rechenschaft gezogen werden. Frauen, Leben, Freiheit. Es ist ein Wendepunkt für die Frauen im Iran, für Demokratie und Freiheit in ihrem Land und für Frauen überall. Sie haben der Welt gezeigt, dass es einen anderen Iran gibt. Und wir wollen an den anderen Iran glauben, für den Sie stehen. Wir danken Ihnen für Ihren Mut. Unsere Verantwortung ist es, selber laut und deutlich zu sein, um so den starken Frauen im Iran mehr Gehör zu schenken. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und die Bühne gehört Ihnen. سلام به همگی شما که امروز در کنار ما هستین و از جنبش زن زندگی و آزادی حمایت میکنید. Ich grüße Sie alle, die von dieser Frauenbewegung. Ich grüße Sie, dass Sie die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung unterstützen. Anfangs möchte ich mich bei Frau von der Leyen und bei dem Oberbürgermeister mich bedanken für Ihre Worte, die uns praktisch Kraft geben und Unterstützung der kämpfenden Frauen im Iran. Und wir müssen ja auf diesem Weg alle gemeinsam, wir brauchen diese Unterstützung, damit wir unsere Stimme, für unsere Stimme Gehör verschaffen. Es ist ein Jahr
Seit der Ermordung von Jina Mahsa Amini vergangen. Vor einem Jahr wurde die 22-jährige Mahsa durch die Sittenpolizei der Islamischen Republik festgenommen wegen ihres Geschlechtes. Sie wurde ermordet. Das war der Beginn der Frau-Leben-Freiheit-Revolution. Das war eine Bewegung, die Seele der Teile der iranischen Bevölkerung wachrüttelte. Es gingen weltweit Menschen auf die Straße und machten die Weltöffentlichkeit auf diese Revolution aufmerksam. Eine Revolution, die aus dem religiösen und frauenfeindlichen Nahen Osten hervorkam, mit drei Forderungen: dass die Islamische Republik den Frauen- und den Menschenkrieg erklärt hatte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich für diesen Preis würdig halten. Ich muss sagen, dass man nie diejenigen vergessen soll, die mutig mit ihrer Kamera in der Hand diese Verbrechen dokumentierten. Ich sehe diese Ehrung stellvertretend für mein Volk, das trotz massiver Unterdrückung, Zensur und Filtern des Internets mit ihrer einzigen Waffe, praktisch mit ihren Handys, mit ihrem Telefon auf der Straße, für die Welt diese Schandtaten dokumentierten. Mädchen wie Ghazale Chalabi, Shirin Alizadeh filmten diese Proteste, als sie den Schuss an eigenen Kopf filmt hatten. Das war die letzte Aufnahmesequenz, was sie aufgenommen hatten. Ich widme diesen Preis an Niloufar Hamedi und Elahe Mohammadi, die wegen der Veröffentlichung der Ermordung von Mahsa Amini festgenommen wurden. Sie befinden sich noch immer in Haft. Ebenfalls Nazila Ehsan, die wegen des Interviews mit dem Vater von Mahsa Amini festgehalten wurde. Sie musste jetzt, sie wurde praktisch, sie wurde festgenommen, vergewaltigt und dann jetzt ist sie mit einer Sicherheitshinterlegung rausgekommen. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass unsere Revolution Frauen, Leben, Freiheit nicht zerschlagen ist. Viele Frauen zeigen mit ihren Haaren ihren politischen Ungehorsam und ihre Missachtung der Zwangsverschleierung. Ihre Botschaft ist, dass wir nicht mehr zurück in die Finsternis gehen werden. Diese Revolution wird nicht zu stoppen sein und wird bis zum Sieg der und Vernichtung der diktatorisch frauenfeindlichen Islamischen Republik fortfahren. Bis jetzt sind viele Menschen ums Leben gekommen, mindestens 500 Menschen sind ums Leben gekommen. Darunter waren 60 Jugendliche, mehr als 20.000 Menschen sind verhaftet und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Dutzende sind zu Tode verurteilt und 7 von ihnen sind bis jetzt hingerichtet worden. Das waren Majid Reza Rahnavard, Mohsen Shekari, Mohammad Husseini, Mohammad Mehdi Karami und Majid Kazemi Salemu Mir Hashimi und Said Yakubi sind hingerichtet worden. Die wurden natürlich sehr schwer misshandelt und dann am Ende hingerichtet. Sänger wie Tumaj Salehi, Saman Yasin und Mehdi Barani, die für die auch Sherwin Hajilu sind, sie hatten für die Unterstützung der Bevölkerung gesungen und wurden festgenommen und einige von denen sind noch immer in Haft. Auch Schauspielerinnen, die aus Solidarität mit der
Frauenleben-Freiheit-Bewegung den Schleier abgenommen hatten, wurden zu Gefängnisstrafen und Zwangsmaßnahmen wie Mobiltelefonverbot und Beschäftigungsverbot belegt. Auch Ärzte, die bei den Demonstrationen den Verletzten zu Hilfe kamen, wurden sie aus der Arbeit entlassen. Die Unterdrückungskräfte setzten zur Erblindung und Verletzung der Demonstranten Schrotflinten und Paintballs ein. Sie verwendeten auch Krankenwagen, um die Verhaftung der Protestierenden zu verhaften. Auch Feuerwehrfahrzeuge wurden eingesetzt. Die Schulen und Universitäten sind wichtige Pole dieser Revolution. Deshalb wurden protestierende Schüler und Lehrkräfte verhaftet und von Dienst entlassen. Es gab diverse Giftanschläge auf Mädchenschulen. Familienmitglieder Demonstranten wurden wegen ihrer Verwandtschaften, Vater, Mutter, Geschwister seien festgenommen. Es wurden in Sippenhaft genommen. Viele dieser Personen befinden sich noch immer in Haft. Ihnen wird nicht erlaubt, bei der Beisetzung ihrer Angehörigen praktisch dabei zu sein. Einige von ihnen wurden vor Ort gewaltsam festgenommen. Die Islamische Republik glaubt, durch diese Verhaftung und Unterdrückung die Protestierenden zu stoppen. Aber ich sage Ihnen als eine Menschenrechtsaktivistin und Gegnerin der Zwangsverschleierung, dass ich 5-mal verhaftet wurde. Ich wurde danach noch entschlossener beim Kampf und meinem Kampf und meinen Kopf vorzuführen. Ich ging gemeinsam mit meinem Mann Darius San, der hier anwesend ist, zu den Demonstrationen. Die Sicherheitskräfte schlugen auf meinen Mann ein. Das passierte vor meinen Augen. Einige Tage nach Freilassung meines Mannes, als wir bei der Vorbereitung unserer Hochzeit waren, stürmten die Sicherheitskräfte unser Haus und nahmen uns fest. In meiner Hochzeitsnacht befand ich mich mit gestreiften Häftlingskleidung in einer Einzelzelle. Mein Bräutigam befand sich in einigen Trakten weiter ebenfalls in der Zelle. Wir wurden zu je 6 Jahren Haft verurteilt. Wir setzten trotz Exmatrikulation, Arbeitsverbot und Ausreiseverbot unserer Aktivitäten fort. Aber die Zunahme der Unterdrückung und Vorwürfe, unter anderem Spionage, war eventuell die gefährliche Situation, weil es so etwas eventuell Todesstrafe mit sich brächte. In einer dunklen Nacht und über den Berg zu Fuß unter dem Kugelhagel der Grenzpatrouille verließen wir den Iran. Ich habe mir geschworen, mich mit aller Kraft für die Erhaltung der Freiheit, Erlangung der Freiheit und der Demokratie in meinem Land einzusetzen und in ein von Mullahs befreites Land zurückzugehen. Obwohl die Islamische Republik vor 633 Tagen meinen Vater entführt hat und unsere Familie seit Tagen und Monaten psychischen Folter ausgesetzt sind, bin ich hier, um der Islamischen Republik zu zeigen, dass mein Kampf nicht beendet ist. Ihr habt eine protestierende Frau vor sich, die keine Folter oder andere Verbrechen mit anderen Verbrechen zu stoppen ist.
Ich bin heute in der iranischen Diaspora und trage eine größere Verantwortung. Ich weiß, dass ich die Stimme meiner Landsleute sein muss, Stimme jener Menschen, die trotz der schwersten Repression seit einem Jahr umso mehr und stärker für mit vereinten Kräften gegen das Regime vorgeht. Verbrechen der Islamischen Republik sind unzählige. Man braucht Monate und Jahre, um diese aufzuzählen. Ich bitte Sie, alle Freiheit liebenden Menschen der Welt, die meine Stimme hören, statt Solidaritätsbekundungen dieses Regime in allen Ebenen zu verurteilen und sanktionieren. Die Revolutionsgarden müssen auf die Terrorliste gesetzt werden. Sie sollten wissen, dass nach Beendigung der Mullahs der freie Iran der zuverlässigste Partner für Deutschland und andere demokratischen Länder sein wird. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Diktatoren zum Sturz verurteilt sind. Und die Sieger werden die freien Völker sein. Sie sollten unsere Stimme hören. Ich möchte nun das Mikrofon einer Frau geben, die eine meiner Heldinnen ist. Eine Frau, die für die Freiheit auf die Straße ging, der ins Auge geschossen wurde. Sie ist eine der von mindestens 500 Menschen, die systematisch und gezielt durch die Schergen ein Auge verletzt und erblindet wurden. Sie ist ein lebendiger Beweis für diese Verbrechen. Hier ist Mercedes Shankar. Ich grüße die verehrten Anwesenden. Ich danke Shima Babai und die lieben Menschen, die mich eingeladen haben. Mein Name ist Mercedes und ich bin 39 Jahre alt. Ich habe Bankmanagement studiert und auch Freude beim Sport gehabt. Und deshalb habe ich als Fitnesstrainerin mich ausbilden lassen und hatte auch in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe eine 11-jährige Tochter namens Rosa. Ich gehöre zu den Frauen, die in der Protestbewegung Frau, Leben, Freiheit ihr Augenlicht verlor. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich gegen die frauenfeindlichen Gesetze in meinem Land protestiert. Mit dem Aufflammen der Frau-Leben-Freiheitsbewegung hatte ich es als Bürgerrecht angesehen, mit der Bevölkerung auf die Straße zu gehen, Protest gegen die Beraubung der elementarsten Menschenrechte wie das Recht zur freien Wahl der Bekleidung. In einem Land, dessen Grundgesetz auf Frauenfeindlichkeit basiert und der Frau keinerlei Beachtung geschenkt wird, ich protestierte. Ich nahm dieses Recht für mich wahr und natürlich auch für meine Tochter. Ich wollte gegen dieses Unrecht genau wie an anderen Orten der Welt protestieren. Aber der Iran ist nicht wie andere Orte. Aus der Sicht der Islamischen Republik gehören wir nicht zu den Angehörigen dieses Staates und wir haben keinerlei Protestrechte. Unter diesen Umständen wurde das Abnehmen des Kopftuches ein Symbol gegen die nationale Demütigung.
Damit wollten wir der Weltöffentlichkeit zeigen, dass die iranische Bevölkerung diese Herrschaft der Islamischen Republik nicht will und nicht anerkennt. Die Islamische Republik antwortete auf meinen Protest mit Kugeln. Ich war fast jeden Abend bei den Protesten. Eines Abends, ich ging gemeinsam mit meiner Tochter, mit meiner Mutter und weiteren Freunden auf die Straße. Plötzlich zielte ein Schergier des Regimes auf mein rechtes Auge und schoss. Als ich ins Gefängnis gebracht wurde, habe ich mit blutströmenden Auge und Gesicht mit dem Victory-Zeichen in die Kamera gelacht und diese Bilder veröffentlicht. Ich habe später mich auch nur mit einem Auge an Demonstrationen beteiligt. Das reizte natürlich das islamische Regime umso mehr. Sie stürmten unser Haus, um mich festzunehmen. Sie durchwühlten unser Haus und zerstörten einiges. Ihnen gelang es nicht, mich festzunehmen, weil ich mich zur Behandlung meines Auges nicht dort befand. Schlussendlich musste ich außer Landes fliehen. Dies gelang mir durch die Hilfe der United Group und des Münchner Circles. Ich bin jetzt bei Ihnen. Als eine Frau, die bei der Frau-Leben-Freiheitsbewegung ihr rechtes Augenlicht durch die Schergen der Islamischen Republik verlor. Ich will sagen, dass ich keineswegs meine Tat und Proteste bereue. Ich werde immer wieder tun und werde Proteste und die Parole Frau Leben, Freiheit und nieder mit der Diktatur skandieren und unsere Stimme der Öffentlichkeit zeigen und hören lassen. Ich bin der Überzeugung, dass man mich mit einem Auge feiern kann. Ich kann auch mit einem Auge feiern. Ich bitte alle, die meine Stimme hören, bei diesem beschwerlichen Weg auf der Seite der iranischen Bevölkerung zu sein. Ich bitte, sich nicht nur darauf zu beschränken, Sympathie zu bekunden. Die Islamische Republik ist nicht nur ein Feind der iranischen Bevölkerung, sie ist eine Gefahr weltweit und auch für alle Menschen. Seien Sie dessen keineswegs daran, dass Ihr heutiges Schweigen das Übel der Islamischen Republik morgen Sie tangieren wird. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichten erzählt haben, dass wir teilhaben können. Das sind herzbewegende und wirklich ja, schlimme Geschichten, die wir hören. Umso wichtiger ist es, dass wir sie hören und dass wir sie weitergeben und dass wir in unserem Fall berichten, dass Sie in Ihrem Fall als Politikerin dabei sind. Und ja, es ist immer so schwer, bei sowas Gratulation zu sagen, aber Sie haben diesen Preis wirklich verdient. Liebe Gäste, wir wollen einmal ganz kurz durchatmen. Und werden auch gleich noch gemeinsam Zeit haben, ein bisschen sprechen zu können, auch über den Abend. Aber ich möchte zuerst noch zwei Frauen begrüßen, die tatsächlich von Beginn an unterstützen, mitkämpfen, von hier aus Deutschland aus. Düzenteka, Jasmin Tabatabai, kommt bitte mal zu mir. Gerne mit Applaus. Teilen, das ist jetzt einmal eure Bühne. Meine Lieben, Düzen und ich, wir sehen uns ja beide als Schallverstärker. Etwas, was wir wirklich seit einem Jahr machen. Heute müssen wir das eigentlich gar nicht so tun, weil wir so tolle Reden gehört haben. Herr Oberbürgermeister, Frau von der Leyen, fantastische Reden.
Und vor allen Dingen haben wir die echten Reden, die echten Stimmen hier gehabt von den Frauen im Iran. Das ist ein Luxus, den haben wir auch nicht aller Tage, die hier auf der Bühne sind. Das ist so wichtig und so wertvoll. Seit Wochen verstärkt das Regime den Druck auf die Menschen. Sie verhaften eigentlich so ziemlich fast jeden, der irgendwas gesagt hat im letzten Jahr, der an den Protesten teil hatte. Sie schüchtern die Leute an, sie bekommen Telefonate, die Brutalität in den Gefängnissen ist sehr angestiegen. Das Regime versucht auch, die Iraner im Ausland einzuschüchtern. Ich habe heute ein 7-minütiges Video gesehen, wo sie also behauptet haben, dass sie 3 Leute aus London und Berlin und Amerika verhaftet haben und sie zur Rechenschaft ziehen im Iran. Umso wichtiger ist es, und wie dankbar bin ich, dass Sie mit diesem Abend heute den Fokus weiterhin auf den Iran haben und lenken. Denn dieses Regime ist gewohnt, im Verborgenen zu töten und seine Verbrechen zu begehen. Und ich bin jedem dankbar, der uns hilft dabei, das zu beenden. Das ist wirklich, also diese Message, was Shima vorhin gesagt hat auf der Pressekonferenz, die Message von uns an dieses Regime ist, die Zeiten, wo wir geschwiegen haben, sind vorbei. Ihr könnt nicht mehr einfach so weiter tun wie bisher. Zanzin Begi Azadi. Jinjian Azadi. Und ich glaube, wichtig ist nochmal zu betonen, dass die Jinjian Azadi-Bewegung lebt. Sie lebt, und das wurde gerade eindrucksvoll bewiesen von Shima und auch von Merzadeh, die Zeitzeugen sind von der Entmenschlichung, die Augenlicht verloren haben und trotzdem bereit waren, für diese Freiheit zu sterben. Und das sind unsere Vorbilder. Und es geht darum, und das wurde, glaube ich, nochmal zum Ausdruck gebracht, dass die Menschen im Iran, die auf die Straße gehen, immer auch für die offene Gesellschaft kämpfen und nicht nur für sich selber. Sie kämpfen für Frauenrechte, für universalistische Menschenrechte und auch die Männer, die diese Frauen begleitet haben und für Jinjian Azadi hingerichtet worden sind, sind auch für die offenen Gesellschaften hingerichtet worden. Der letzte Preisträger, Herr Klitschko, im letzten Jahr und seine Feinde sind auch die Feinde der Zivilbevölkerung im Iran. Die Drohnenangriffe gefährden Europa, gefährden die Welt. Und wenn wir wollen, dass dieser Ort, dass diese Welt eine bessere wird, dann müssen wir im eigenen Interesse diese Freiheitsbewegung in Iran unterstützen. Und wir müssen keine Iraner sein, um solidarisch zu sein mit dem, was im Iran passiert. Jina Mahsa Amini war Kurdin, aber es war das erste Mal, dass das ganze Land aufbegehrt hat, von Sahedan bis Kurdistan bis Teheran und gesagt hat, wir sind alle Jina Mahsa Amini. Und der Spruch der Widerstandsbewegung Jinjian Azadi ist mir als Kurdin, als Jesidin, als Frau, als Kriegsberichterstatterin zum ersten Mal 2014 begegnet, als die mutigen kurdischen Frauen im Irak die IS-Mörderbanden besiegt haben und zwar vor der ganzen Welt gerettet haben. Und die IS-Mörderbanden und das islamische Regime wollen entmenschlichen. Sie sind das Gegenteil von Frauenleben, Freiheit und deswegen fürchten sie diese Bewegung so sehr. Und deswegen stehen wir an der Seite gemeinsam. Es gibt den Jinjian Azadi-Effekt und es geht genau um diese Blühen und Plattformen, die keine Selbstverständlichkeit sind. Und es ist eine Herzensangelegenheit für die Menschen aus dem Iran und für alle, die Entrechtung widerfahren haben, dass zum Beispiel jemand wie eine Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute das Wort ergreift und sich hinter die Menschen stellt. Es geht auch um die symbolische Kraft des Widerstands und die werden wir weiterhin so laut wie möglich unterstützen als Schallverstärker. Vielen Dank. Da geht es, das Partnerschaftsprogramm, auf das ich aufmerksam machen soll, weil es auch erwähnt worden ist im Programmpunkt. Es geht um die politisch Inhaftierten und hier sind 2 deutsche Staatsbürger zu sehen, Jamshid Chamat und Nahi Tagavi, deren Kinder wie Löwinnen für ihre Eltern kämpfen. Das einzige Verbrechen, was sie begangen haben, ist, dass sie diese Staatsbürgerschaft haben. Sie werden als Faustpfand eingesetzt vom islamischen Regime und wir machen weltweit dieses Spiel mit und im Namen der Kinder
fordern wir Sie auf, bitten wir Sie, alles Menschenmögliche zu unternehmen, damit diese Eltern ihre Kinder wieder in die Arme nehmen können. Und ich habe letzte Woche in Österreich eine politische Geisel getroffen und ich habe ihn gefragt, was ihn gerettet hat. Und er hat geantwortet, ich wollte noch einmal meine Enkelkinder sehen. Die Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, sitzen da, weil sie Visionen haben für ein freies Iran. Sie dürfen für die Menschlichkeit nicht bestraft werden. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin. Dankeschön. Danke, Duzen. Danke, Jasmin. Ja, herzlichen Dank, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Und wir möchten Sie jetzt einladen, tatsächlich, dass alle gemeinsam nochmal sprechen können und einfach ja, über diesen Abend sprechen und das auch ein bisschen verarbeiten können, tatsächlich. Herzlichen Dank an Sie. Wir wünschen Ihnen alles Gute und nochmal Gratulation. Danke. Dankeschön. Einen schönen Abend. Ein Foto gibt es, glaube ich, noch. Genau. Sie einmal noch für ein Foto zu uns bitten darf oder zu mir. Da.